Liebe Steinerfreunde, heute präsentiere ich euch Bakka. Ja, das erste Set von Bakka, das ich bauen durfte. Und hier haben wir den Florist. Ja, dieses Häuschen ist doch ein Träumchen. Und ich danke vielmal AliExpress, wo ich auch eine Partnerschaft mal reingetan habe, damit ihr da profitieren könnt, auch vom coolen Set, weil AliExpress hat natürlich einiges zu bieten. Ich habe da schon einiges gezeigt. Coole Steine, die man kaufen kann. Und es gibt natürlich Sets zu kaufen und für die Schweizer auch sehr interessant, aber natürlich auch für in Deutschland. Also kauft dort, wo ihr Lust habt. Kauft die Sets auch dort, wo ihr natürlich in der Gegend seid, vom Ganzen, wo ihr gerade Lust habt. Sei es auch in der Schweiz bei Brickshaus oder Brick & Bricks. Aber cool, habe ich hier ein solches Set und unten den Link, damit ihr dort direkt auf das Ganze reinkommt. Und je nachdem wird es hier auch Prozente geben, wenn ihr da reinschaut. Ja, so ist es. Ist mir immer wichtig. Dieses Setchen hier ist nett und die Anleitung adrett, aber zum Öffnen ein bisschen, ja, nicht so cool. Einfach so aufmachen und dann fallen die Tüten raus, aber so ist das Ganze dann schon erledigt. Das Häuschen ist doch ein Traum. Ich zeige euch das von allen Seiten mal hier durch. Das ist doch wirklich ganz schön gemacht, wenn man die Details anschaut, die dieses Set alles hat. Es ist auf einer normalen Platte und es ist ganz speziell angeordnet. Unten dran hat es Hingeplates, wo man dann einfach raufsetzen kann. Was das Schöne ist, sind die Details. Schauen wir hier unten mal an. Ich nehme das obendran mal weg. Und da seht ihr, ich kann das hier so wegnehmen. Und dann kann ich das noch wegnehmen, aber egal. Und dann seht ihr hier, schaut mal, wie schön das alles gestaltet ist. Was leider ist, es sind alles Kleberchen, Kleberchen, Kleberchen. Ja, das ist so. Und die Anleitung. Wenn man die Anleitung anschaut, seht ihr hier, sieht so aus, ist schön gemacht. Einfach die Schritte. Ich finde es ist ausgegraut, was man gebaut hat. Für Kinder nicht immer so einfach, aber wenn man das schon ein paar Mal gebaut hat, diese Art, dann wird man sagen, ja, ich kann eigentlich nicht anders bauen. Es ist einfach und die Anleitung ist auf gutem Papier, also ist sehr gute Qualität. Kann ich euch wirklich sagen, da kann man nichts falsch machen. Da ist alles richtig gemacht worden. Also die Anleitung. Sehr gute Qualität. Und das beginnt auch mit den Steinen. Die Steine sind super. Und ich kann jetzt, und jetzt schaut mal, ich kann das Häuschen hier, wisst ihr jetzt, jetzt habe ich es hier aufgetan. Uiuiui. Ja, da kommt es schon. So, wieder zusammenbauen. Steinemeister baut nur ab. Ich kann das Häuschen einfach wegnehmen. Ja, ist das nicht cool? Ist nicht cool? Ha, dann kann ich euch die Platte mal zeigen. Hier, und schaut mal, wie detailliert das gestaltet ist. Natürlich fließen an Fliesen und es fließt so schön. Und da habt ihr einiges zu bauen, um diese Gestaltung reinzubringen. Aber ihr könnt dann das Häuschen hier reinsetzen und das ist doch auch schon schön. Also ihr hält da Fliesen und da haben sie nicht einfach gesagt, da wird nur einfach gefliest, sondern es sind da verschiedene Farben, verschiedene Teile und ich finde das wirklich hübsch gemacht und wirklich schön in Details. Leider auch diese Parkbank, es sind alles Kleberchen, Kleberchen. Das ist ein bisschen unschön. Wenn wir das auf die Seite tun, können wir dieses anschauen. Da seht ihr die Türe, die geht auf. Die ist also nicht so gut gemacht, dass sie da hält. Das ist ein Minuspunkt. Was man aufpassen müssen, ist bei den Türchen und bei den Fenstern. Die sind recht noch aufwendig zu bauen, weil die sind so speziell gemacht und so weiter. Aber wenn sie dann mal drinnen sind, dann ist kein Problem und es hat auch gut funktioniert. Aber ein bisschen aufpassen bei diesen. Dann haben wir hier die Blumen. Ist gut. Dann gibt es hier zum Beispiel so ein Teil hier. Checkstand. Das ist doch auch cool. Und dann gibt es hier hinten auch die ganze
Sache, wo man sieht, unten dran auch immer schön gemacht, schön definiert. Ich finde das wirklich bezaubernd. Hier auf der Seite auch nochmal ja, mit Blumen, Floristik und hier Aussparung, damit hier eben dann das Ganze reinpasst. Und das können wir dann wieder reinsetzen. Dann nehmen wir das hier und setzen es hier auf diese Platte hier drauf. Und jetzt muss ich schauen, dass das Ganze gut positioniert ist. Und dann kommt es hier rauf und schon haben wir es auf der Platte wieder. Und das ist doch super. Das macht Freude. Dann haben wir hier dieses. Und da können wir das hier wegnehmen. Das hier oben dran ist hier aufgenobbt. Das sollte eigentlich hier halten. Steinemeister hat hier zu wenig drauf gedrückt. Pah, mein Fehler. Aber wir haben hier ein Doppelding. Das finde ich cool. Ein Doppelding. Da seht ihr das hier unten dran. Und das ist auch schön gebaut. Schön detailliert in Orange. Und dieses setzt man jetzt hier drauf. Auf die richtige Seite. Damit das dann auch richtig funktioniert. Jetzt ist der wieder runtergefallen. Der hängt hier einfach hier dran. Jetzt muss ich schauen, dass ich da das richtig gemacht habe. Ja, diese halten mit einer Noppe hier drauf. Das ist natürlich nicht so ganz optimal, aber Steinemeister, wenn du da richtig reindrückst, dann sollte das auch halten. Und so seht ihr, ist das jetzt hier schon wieder positioniert und cool. Dann können wir den Stockwerk drauf tun. Und da kann man jetzt hier reinschauen in dieses Stockwerk. Hier und da sieht man die Dinge. Da gibt es einen Ofen, da gibt es ein Bettchen, da gibt es auch noch zum Schreiben gewisse Sachen und so weiter. Halt keine richtigen ja, Beleuchtung. Und das sind Kleber hier, also auch das hier, das Bett hier, das ist halt klebermäßig. Aber trotzdem, die Kleber haben noch eine gute Farbe, muss ich dazu natürlich auch sagen. Und es gibt ja Leute oder Kinder, die kleben sehr gerne. Also wenn du gerne klebst, dann hast du hier Freude, diesen Sätzchen. Aber du hast sonst schon Freude, wenn ich da anschaue, wie das vorne aussieht mit den Details. Und es gibt viel Bauspaß und man kann auch etwas lernen. Und jetzt kann ich das hier reintun. Da gibt es hier eine Leiter. Da kann man raufgehen auf die Etage rein und dann obendran die Nachtruhe haben. Und dann kommen diese. Und die sind auf den hier, die sind hintendran mit Technik verbaut. Wenn ihr die Anleitung anschaut, achtet nicht darauf, baut zuerst so, wie es ist und dann nobbt es einfach richtig auf. Weil es heißt dann plötzlich, man muss da diese Pins wegnehmen und draufsetzen, die habt ihr schon reingesetzt. Das ist nur die Meinung, wo kommen dann diese richtig drauf. Und da müsst ihr richtig drauf drücken, damit das Ganze natürlich dann gut positioniert ist. Und dann ist das kein Problem. Aber zuerst habe ich gedacht, habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder so weiter. Und man kann natürlich das hier, kann ich hier reinsetzen. Hier in diese und da gibt es eine Aufsparung. Da kann ich hier rein tun, das Ganze. Und da wieder das Ganze reinsetzen, das nach oben setzen. Und da wäre es die Möglichkeit hier, das hier rein drauf zu drücken. So, kommst du jetzt? Kommst du jetzt? So, noch auf die Noppen tun. Und das ist drun. So, willst du? Willst du? Steinemeister, wir haben doch keine Zeit. Es ist live. Ja, es funktioniert, hat funktioniert. Und jetzt kommt der andere und da habe ich ein Problem, weil ich dann die Hände nicht reinsetzen kann. Jetzt hoffe ich, das funktioniert direkt und wird hier nicht adrett, sondern ich kann hier das hier raufsetzen und reindrücken. So, und schon haben wir es zusammengebaut. Ja, ich finde das super. Cooler Preis. Ist alles nice und ja, Baku hat mich überzeugt, finde ich wirklich eine ganz coole Firma. Dann kommen wir noch zum Fazit. Ja, dieses Häuschen ist wirklich cool, hat coole Bautechniken, auch anspruchsvolle Bautechniken, vor allem bei den Fenstern, da ein bisschen ausprobieren
und sich da nicht aufregen. Da braucht ihr ein bisschen Zeit, bis das alles klappt. Aber dann wunderbar, auch die Dächer sind speziell gemacht und da habt ihr ja ein bisschen Freude, wenn es dann alles hinkriegt und so weiter. Was super sind, sind die Steine, die sind wirklich super, gute Qualität. Es hat hier auch Steine, die geschützt sind. Wir wissen von der Story, die jetzt gleich gekommen ist, über Johnny's World. Ihr könnt das Video dort nachschauen. Ich habe das nicht in eine Information reingetan, weil es wurde dort ja schon publiziert. Und ich hoffe, die Fremdhersteller werden in Zukunft auch Sets rausgeben, wo eben diese geschützten Steine nicht drin sind. Und dann wird das Ganze super sein. Und dann können wir das auch im normalen Handel kaufen. Ansonsten gibt es diese Sets natürlich über eben AliExpress zu kaufen. Unten dran die Links. Und es gibt zwei weitere Sets, die ich erhalten habe. Notre Dame habe ich erhalten und der Donaujob, ja, von der gleichen Firma, von Bakum. Bin gespannt, wie das Ganze dann sein wird. Also, der Notre Dame ist riesig. Wenn ihr Interesse habt, das anzuschauen, ja, dann habe ich unten dran Links schon, wo ihr auf die Seite kommt und natürlich immer wieder auch Vergünstigungen habt, wo ihr direkt diese Sets in AliExpress kaufen könnt. Natürlich auch in den Shops in eurer Unternehmung, wenn es die gibt. Ich habe sie bis jetzt in der Schweiz noch nicht gesehen und darum, wenn ihr erreicht, das bauen möchtet, dann kauft es über diesen Link. Ganz einfach ist das, ja. Ich wünsche euch alles Gute, bis das nächste Mal, euer Steinmeister und tschüss, merci, danke.